Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich dir die ertauschten Spots von Onstage zeigen. Das letzte Mal auf der hübschen Onstage-Matte aus Amsterdam. Denn diese hier ist gerade auf dem Weg getauscht zu werden. Ich lasse sie gerade noch lamellieren und dann haben wir beim nächsten Video eine neue hübsche Matte. Aber dieses Mal ist noch die alte Matte aus Amsterdam dabei. So. Ich fange natürlich an mit meinen Swaps, wie immer. Dies hier ist mein Freundes-Swap gewesen. Ich hatte mir vorgenommen, allen Menschen, die mich im letzten Jahr begleitet haben, die mich inspiriert haben, meinem Team und ganz besonders wichtigen Menschen aus dem letzten Jahr einfach eine Kugel zu schenken, eine Schneekugel, gehalten in Himmelblau und Flüsterweiß mit ein bisschen Schnee drin und dann gibt es dazu einen Anhänger. Da ist meine Karte drauf gewesen und damit wollte ich diesen wichtigen Menschen einfach mal Dankeschön sagen. Dann habe ich natürlich auch normale Swaps gemacht, die ich einfach onstage auch getauscht habe. Das sind die zwei, diesen hier. Kennen aufmerksame Zuschauer bereits. Den haben wir nämlich gemacht, als ich die Geistertechnik gedreht habe für unser Technikbuch. Da ist dieser Hintergrund entstanden. Und dieses hier ist jetzt ein Onstage-Swap in klein. 4x3 Inch, geeignet für unsere Project Live-Hüllen. Hinten drauf meine Visitenkarte. Und auch hier eine normale Kartenfront in normaler Größe, auch Geistertechnik, wie ihr seht. Es ist wieder dieser Glanzkarton in großer Größe, einfach irgendwie mit Savanne und Wildleder und Akzenten in Champagner drauf. Ja, das waren meine Swaps. Und dann bin ich ja mit einem Teil meines Teams, mit einem Teil meiner Upline gefahren, unter anderem mit meiner Stempeloma Susanne. Dort gab es ein Teamgeschenk. Das war ein kleiner Anhänger, der mit an unser Namensschild konnte. Den könnt ihr sehen in dem Video, wo ich die ersten Eindrücke verarbeitet habe, quasi in dem Video von Sonntagnachmittag. Da könnt ihr diesen kleinen Anhänger sehen, den hat sie verpackt in dieser hübschen Tüte, die sie vorher noch geprägt hat. Finde ich mega schön, habe ich natürlich sofort aufbewahrt. Susanne hatte auch einen tollen Swap. Das ist dieser hier. Ich habe ja echt ein Problem mit dem Licht jetzt, ne? Weil die Karten fast alle in irgendwelchen Hüllen stecken. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. So, also der Swap von Susanne. Frohes Fest. Mit Glitzer. Und der schönen Bethlehemstadt. Vor allem tollen Hintergrund. Gefällt mir sehr gut. Aber ich mag sowieso sehr, was meine Team-Oma so kann. Ja, also vielen Dank fürs Tauschen, liebe Susanne. Du hast natürlich auch so eine Schneekugel bekommen. Dann bin ich gereist mit Betty. Es ist meine Team-Tante. Betty hat ein Notizbuch gemacht mit Oma zum Ausmalen. Total süß. Mich sehr darüber gefreut, dass Betty sowieso jetzt mal ans Tauschen kommt. Fand ich sehr schön, habe ich mich sehr gefreut, haben wir sie angesteckt. Das macht Spaß. Ja, Betty, vielen lieben Dank dafür. Und danke, dass du mit warst in Mainz. Dann habe ich noch einen Swap bekommen von meiner Team-Mama, Marlies. Schwupp. Auch geprägt mit ein bisschen Glitzer und ein bisschen Gesang.
So, dann haben wir noch Swaps, die mir auch sehr wichtig sind. Ich habe mittlerweile eine Online-Freundschaft zu zwei Demonstratorinnen aus Süddeutschland, Anja und Maria. Ich habe, wenn ihr mich verfolgt, ich habe Anja auf Norderney getroffen, das habt ihr vielleicht gesehen. Und Maria habe ich jetzt endlich wieder gesehen, nachdem das nicht funktioniert hat. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Die saßen bei uns mit am Tisch und wir hatten einen ganz tollen Tag. Auch in dem Video zu sehen, Anja und Maria tanzen. ja, dies ist der Swap von Maria. Finde ich total niedlich. Brush Your Fangs aus dem Halloween-Set. Und dann, ja, hier Zahnbürste und Zahnpasta. Kann dann gleich losgehen. Sehr niedlich. Fand ich total süß. Von Maria habe ich dann auch gleich noch den zweiten Swap gekriegt. Das ist nämlich der Team-Swap. Das ist auch eine Karte in 4x3, die in unsere Project Live-Alben passen. Da freue ich mich sehr. Da kommt sie dann auch rein, wenn ihr sie beguckt habt. Sehr süß. Vielen lieben Dank, liebe Maria. Ich freue mich, dass ich dich knuddeln konnte und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, und Anja, ihre beste Freundin, war natürlich auch da mit einem Tauschswap. Ich habe mich auch sehr drüber gefreut. Embosste Glocken mit Bändchen und frohe Weihnachten, weil sie hatte erst angekündigt, sie schafft keine Swaps und hat dann doch welche geschafft. Das fand ich sehr schön. Ja, Anja, ich freue mich sehr. Und dann hat Anja mir noch eine Riesenfreude gemacht, denn Anja hat auch mir ihren Team-Swap geschenkt. Das fand ich auch total schön. Das mag ich auch sehr gerne. Und tatsächlich hat sie den auch noch in zweierlei Variante gemacht. Ich finde sie beide sehr schön. Ich finde auch dieses Blaue sehr schön. Weihnachtlicher, das habe ich Anja auch gesagt, finde ich den in Grün-Rot, ganz klar. Aber ich finde beide sehr schön und freue mich, dass ich sie von dir erhalten habe. Ich werde sie in Ehren halten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, das waren die Swaps, die mir sehr am Herzen lagen. Dann habe ich schon mal zwei aussortieren müssen. Einmal ohne Namen, leider. Da drin war ein Tee, ein weihnachtlicher Tee mit Zimt. Und da ich eine Zimtallergie habe, musste ich leider den Inhalt aussortieren. Den hat mein Teammitglied mitgenommen, das mich gestern vom Bahnhof nach Hause gefahren hat. Also heute ist Montag. Gestern bin ich wiedergekommen und gestern Abend hat mein Teammitglied mich vom Bahnhof nach Hause gefahren und hat natürlich hinterher erstmal in die Swaps geguckt und hat dann gleich den Tee mitgenommen und freut sich jetzt an einer Tasse Tee, weil ich einfach, ich kann kein Zimt und darum musste das weg. Genauso wie die hier, das ist eine kleine Verpackung. Die ist von Claudia Mark. Auch dir danke ich ganz herzlich für Swappen, aber dein Bonbon in Pflaumezimt hat auch meine Wohnung mittlerweile verlassen, weil ich einfach auch den Geruch schon nicht gut kann. Ich habe das gemerkt, als ich meine Kiste hier zu Hause aufgemacht habe. Ich freue mich trotzdem super, super über den Swap. Kann nur leider den Inhalt nicht genießen, aber das trübt die Freude über den Swap nur ein bisschen. So, und jetzt arbeiten wir uns, schwuppi, schaut mal, durch ganz viele Swaps durch. Ich freue mich mega, dass ich mit so vielen Mädels tauschen konnte. Und wir fangen einfach mal an. Wir haben Merry Christmas von Jasmin Schuld. Sie hat sogar aufgeschrieben, was sie benutzt hat. Fand ich super, super schön. Kleiner Swap, ein Lesezeichen eigentlich. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Wir nehmen mal hier. Ich habe gerade neue Perlen bestellt. Man kann hier einfach das Lesezeichen an ein Buch machen.
oder an eine Seite mache. Finde ich total schön. Hatte sie in vielen verschiedenen Farben. Gefällt mir super gut. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir noch ein Lesezeichen. Zauberhafte Grüße zum Fest. Das lasse ich da mal drin, damit das nicht so glitzert. Aber man kann es ja auch wunderschön anschauen jetzt. Wie ihr seht, leider ohne Namen. Trotzdem sage ich herzlichen Dank fürs Tauschen. Hier haben wir eine Karte mit dem Socken, mit dem Nikolaus-Socken, natürlich in rosa, selbstverständlich. Wenn ich mir eine Farbe aussuchen soll, dann rosa. Das Ganze von Lena Martin aus Gersfeld. Kann man so Gersfeld kann man lesen, ne? Mich sehr gefreut. In rosa. Vielen lieben Dank. Ich finde das ja auch ganz schön, wenn Weihnachten nicht immer nur klassische Weihnachtsfarben hat. Auch zum Beispiel so wie hier, schwarz-weiß und himmelblau. Genießt den Zauber der Weihnachtszeit. Tatsächlich auch embossed. Das Embossing in Stempelfarbe ist total schön. Das Ganze dann von Anna Maul, von Bastelmania wahrscheinlich. Mania macht ja nicht so viel Sinn. Auch dir vielen lieben Dank fürs Tauschen. Hier gibt es wieder was zum Spielen von Judith Otterbein. Ich mache das mal schnell auf. Knister, knister. So. Auch sehr süß. So, kann man nämlich hier ziehen. Schwuppi. Sehr süß. Glitzer und Gold. Das mag ich gerne. Hier hinten noch geprägt und embossed. Mega viel Aufwand. Aber gefällt mir wirklich super, super gut. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Tauschen. So, noch nicht alles ist weihnachtlich. Hier haben wir zum Beispiel wieder unsere Sonnenblume. Auch mal in Sommerbeere, würde ich sagen. Danke für alles, was du tust. Oh, hier, Rosenrot tatsächlich. Gar nicht Sommerbeere, Rosenrot. Savanne, Stegmuster, Blätter, Zweig. Sehr gut, Stefanie Berthold, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Schöne Idee, gefällt mir gut. Wird gleich ins nächste Jahr mit übernommen. Da sind wir wieder weihnachtlich. Merry Christmas and best wishes for a happy new year. Mit unserem Washi-Tape. Und hier kann man dann dran ziehen. Und das finde ich total schön. Ich mag gerne, gerne kleine Geschichten zu Weihnachten. Bleib einmal stehen und hasst sie nicht und schau das kleine stille Licht. Hab einmal Zeit für dich allein zum reinen Unbekümmertsein. Lass deine Sinne einmal ruhen und hab den Mut zum gar nichts tun. Lass diese wilde Welt sich drehen und hab das Herz, sie nicht zu sehen. Sei wieder Mensch und wieder Kind und spür, wie Kinder glücklich sind. Dann bist du von aller Hast getrennt. Du bist auf dem Weg hin zum Advent. Ist total schön. Mag ich wirklich, wirklich gerne. Schöne Sprüche und natürlich sehr wahr. Alles hastet durch die Weihnachtszeit, versucht jedem alles recht zu machen. Und einmal stehen bleiben, Luft holen, innehalten und weiter geht's. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, das macht ja auch den Zauber des Advents aus. Ja, das Ganze von Anjas Kreativkram, auch an dich. Vielen herzlichen Dank. Dann haben wir eine kleine Kiste. Hi du. Sehr süß. Mit ein bisschen Band. Das können wir öffnen. Das habe ich auch schon mal getan. Ich habe da ja schon mal reingeschaut gestern. Ich muss ja gestehen, ich habe da Samstag auch schon mal reingeschaut, als ich nach Onstage wieder in meinem Hotelzimmer war. War also
die Füße ins Bett und dann den Fernseher an und dann mal schauen, was da so ans Mops ist. Da war ich ja super, super neugierig. Kennt ihr auch von mir? Die Schokolade kommt da erstmal raus. Die legen wir zur Seite. So. Und das Ganze von Maria Preibisch aus Leipzig. Basteln, bis der Arzt kommt. Und die Anleitung von Stempelmami. Ja, auch an dich. Vielen herzlichen Dank fürs Swappen. Oh, ja, das fand ich auch total niedlich. Ich habe mir einen Keksausstecher aussuchen dürfen. Da waren ganz viele verschiedene im Karton. Und ich habe einfach einen Tannenbaum mit Stern genommen. Und was ich noch viel toller finde, ist, dass da tatsächlich auch ein Keksrezept draufsteht. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sophia Pohle hat sie gemacht. Stempelkaotin. Self-stamped. Sehr gut. Ja, mit Rezept. Tatsächlich. Total niedlich. Freue mich sehr. Sag herzlich Dankeschön und ich werde sie genießen. Vielen Dank. Dann haben wir hier Merry Christmas. Genäht. Ich komme mal zu euch. Warte, dass das hier wieder scharf wird. Genau, hier genäht. Gestempelt mit den kleinen Sternchen. Kann man das öffnen? Da steht noch. Sehr lustig, Kerstin Hamann. Habe ich noch nie gelesen, gehört. Noch nie das Gesicht gesehen. Kommt aus Stur. Das ist hier, also ich wohne am Autobahnzubringer in Himmelingen. Das sind 3 Abfahrten. Total gut. Habe ich leider aber auch noch nicht gesehen gehabt, als ich mit ihr gesprochen habe. So werde ich in den nächsten Tagen mal auf ihrem Blog ein Winke-Winke rüberschicken. Schauen wir mal, ob wir uns da nicht mal auf einen Kaffee treffen können oder so. Das ist doch lustig. Habe ich mich auch sehr zu gefreut. Auch diese ganzen kleinen Sterne. Ich werde irre, wenn die alle ausgenudelt sind. Hammer. Also auch an dich. Vielen lieben Dank fürs Swappen. Ich habe mich sehr gefreut. Und wie gesagt, stell dich schon mal drauf ein. Ich werde dich die Tage anschreiben. Dann haben wir hier Zeit fürs Weihnachtsgesicht. Auch sehr süß gemacht. Ich mag den Elch ja tatsächlich echt gerne. Und in dem Fall tatsächlich auch Rudolf mit der roten Nase. Dann hatten wir auch, durfte ich mir aussuchen, einmal mit Zimt, als Zimtstern. Und dieses hier ist ja Lebkuchen. Da ist jedenfalls nicht ganz so viel Zimt drin. Martina Brügger aus Stade. Im Verhältnis zu Mainz, auch nicht so weit weg. Aber auch an dich vielen Dank fürs Swappen. Hat mich sehr gefreut. Dann haben wir hier nur für dich. Auch sehr süß. Finde ich als Goodie auch für die Workshops gar nicht so schlecht. Katharina Pradl. Mit der tollen neuen Stanze. Und dann kann man hier mit unserer anderen tollen neuen Stanze einfach noch so ein Leckerli rausziehen. Total süß. Müssen wir mal gucken. Ja, dass ich das eine Leckerli von dem anderen Leckerli mal trenne. Und dann kleben wir das andere Leckerli hier rein als Erinnerung. So, sehr schön. So kann ich es nämlich jetzt aufbewahren. Ohne, dass mir irgendwann die Schokolade um die Ohren fliegt. Also auch an dich, vielen lieben Dank. Hier haben wir eine riesengroße Anleitung. Wahnsinn, was die liebe Heike hier verbastelt hat. Kleiner Tischkalender ist es geworden, den zeige ich dir gleich. Aber ich wollte dir erst zeigen, was sie hier alles verbastelt hat. 3 verschiedene Cardstock, Designerpapier, Stempelkissen, Stempel Magic. Welche Stempelsets, also sie hat schon ganz schön viel gebraucht
Und das ist es geworden. Finde ich mega süß. Wir packen das aus. Weil das Herz stehen geblieben, als ich das ausgepackt habe, weil ich das unendlich niedlich finde. Und der kriegt einen extra Platz auf meinem Büroschreibtisch. Ach so, ist hier zusammengehalten mit einer Büroklammer. Kann man dann aber aufstellen. Hier steht auch nochmal der Name drauf. Und jetzt guckt euch das an. Ist das nicht niedlich? So viel Arbeit gemacht. Und dann hier die ganzen Wochen, Monate eingehängt in ein Ringbuch. Ich mega, mega, mega süß. Ich freue mich wirklich super, dass ich so einen tollen Swap haben darf. Sag ganz, ganz herzlich Dankeschön an dich, liebe Heike. Ganz toll. So, weiter geht's. Wieder mit unserem Rentier. Das Rentier versteckt Tic-Tac. Super niedlich. Die ziehen wir raus. Peach. Auch sehr süß. Können wir das wieder zumachen. Aber leider, wie ihr seht, auch kein Name drauf. Sehr schade. Ich bin angesprochen worden on stage von einer Dame. Ich muss gestehen, leider, leider, leider weiß ich nicht mehr, wer du bist. Sie hat mir erzählt, dass sie meine Videos guckt und dass sie meine Swap-Videos sehr inspirierend fand, weil dort ich eben auch bei den letzten Swaps in Klangsbüll und auf dem Statistik, als ich die vorgestellt habe, auch gesagt habe, dass ich das super schade finde, dass keine Namen auf den Swaps stehen. Und daraufhin hat sie also dann Jens tatsächlich auch ihren Swap mit Namen beschrieben. Aber ich habe leider nicht mehr im Kopf, wer es war. Ich fände es total toll, falls du das siehst, dass du dich bei mir meldest. Schreib einfach in die Kommentare, damit ich auch nochmal, ich weiß, ich habe dein Swap hier, aber ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Es war so viel und ich bin so viel angesprochen worden und ich war mit dem einen Gespräch noch nicht fertig, da stand der nächste schon vor mir. Und also es war eine tolle Atmosphäre, aber es war einfach eine völlige Reizüberflutung. Und wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn du dich nochmal bei mir meldest. Vielen lieben Dank. So, Sabine Lehmann hat auch eine kleine Box gebaut. Und da drin könnt ihr schon sehen, ein Küsschen, ein weißes Küsschen. Ich liebe weiße Küsschen, aber ich komme nicht dran. Ich will ein weißes Küsschen. Ja, das wird nichts. Das mache ich dann mal gleich. Das stellen wir mal in diese Richtung, damit ich dran denke, dass da noch was drin ist. Aber vielen Dank an dich. So, December Deliciousness. Kann das sein, dass da irgendwas dran fehlt? Das sieht so aus, als würde hier irgendwas fehlen. Bin mir nicht sicher. Kreativ mit Herz. Kerstin, Pilkan, sag mir, fehlt hier irgendwas? Hier irgendwas, hat der irgendwas den Transport nicht überlebt oder ist das tatsächlich die Vorderseite? Wir schauen auch gleich mal, ob am Ende noch was in der Kiste ist. Aber dies ist schon eine süße Idee. Den lege ich auch mal mit hier hoch. Dann habe ich noch eine kleine süße Kiste. Das finde ich. Oh. So fängt es an, ne? Guck mal hier. Jetzt habe ich ein Blatt in Kupfer und weiß noch nicht, wohin. Wir legen das Blatt in Kupfer mal hier hin. Du passt schön da drauf auf, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir gleich noch eine Idee finden, wo ein Blatt in Kupfer hin könnte. Also, Box in a Flower heißt dieses gute Teil. Finde ich auch sehr niedlich. Hier eine kleine Box und dann schwupp, noch eine Box.
Und eine Anleitung dabei. Finde ich ja besonders toll. Simone. Simone Markmann. Facebook Minzmakrone. Ja, Minzmakrone. Ach ja, wie sehr ich es vermisse. Da haben wir die Box. Hier drin haben wir dann Schuppi. Ein Teelicht. Sehr schön. Vielen lieben Dank dafür. So, der Swap. Hammer, wirklich. Man kennt die Leute alle von den Blogs. Und wenn man onstage vor ihnen steht, erkennt man sie einfach nicht. Schaut mal, mit wem ich ihr getauscht habe. Stempelmami Nadine Köller. Ihr habe ich getauscht, aber ich habe sie nicht erkannt. Sehr peinlich. Ja, aber ein mega süßer Swap. Hier gibt es noch Mini-Gold-Rittersport. Tada, ein Goldschatz. Sehr süß. Vielen lieben Dank. Stempelmami. Ganz toll. Ich hätte gerne drei Worte mehr mit dir gesprochen. Aber ich habe dich leider nicht erkannt. Sehr peinlich. Ich muss unbedingt. Aber ich kann das einfach nicht. Ich kann mir keine Gesichter merken. Das ist echt schwierig für mich. Ja, ich arbeite dran. So, ich wünsche dir gemütliche Feiertage und schöne Stunden mit deinen Lieben. Eine Streichholzschachtel von Katrin Brechmann. Stempel, ach nee, Stempeldeans, guck. Sehr schön. Auch sehr süß. Ja, vielen Dank. Dann haben wir hier einen genähten Weihnachtsbaum. Ist auch sehr niedlich. Und eine kleine Verpackung zusammen mit Mini-Mentors. Handgefertigt von Stempelfreunde Angelika Junge. Und Angelika Junge hat mir freundlicherweise auch noch eine Anleitung geschrieben. Auch sehr niedlich. Vielen lieben Dank dafür. Kleine Box gefällt mir auch super gut. Mal schauen, ob es die nicht auch nächstes Jahr mal zum Gästegoodie bringt bei mir. Sehr süß. Habt ihr noch aufgepasst? Hier ist noch da. Wir finden noch einen Inhaber dafür. Dies hier fand ich auch super süß. Das ist nämlich ein Rentier zum selbst zusammenbasteln. Ich packe das mal aus. Michaela Schal. Sehr niedlich. Guck mal hier. Gibt tatsächlich auch eine Anleitung für Küsschen Rudolf. Die Vorder- und Hinterteile an die offene Seite des Küsschens kleben. Guck mal, hier hat sie schon vorbereitet. Das muss ans Küsschen. Schwupp. Schwupp. Fertig ist. Herrlich. Total niedlich. Mega, mich wirklich gefreut, aber das Küsschen kommt da vorher raus. Kannst dann zwar nicht mehr zusammenkleben, weil es dann nicht mehr hält, aber die Idee ist trotzdem mega. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, vielen lieben Dank an dich, auch fürs Tauschen. Das stecken wir hier wieder rein. So, den dicken Bauch da wieder rein. Auch wenn kein Küsschen mehr drin steckt. So, sehr schön.
Dann haben wir hier noch ein Lesezeichen. Frohe Weihnachten. Von Silvia Stachel. Auch sehr niedlich gemacht. Vielleicht komme ich ja tatsächlich auch zu Weihnachten mal wieder zum Lesen. Schauen wir mal. Im Moment bin ich noch voll in Action. Aber es könnte ja noch was werden. Hallöchen. Genau, mal nicht weihnachtlich. Melanie Seifert. Viel Spaß bei Onstage. Ja, den hatte ich. Oh, weia, die Nachwirkungen habe ich heute noch gemerkt. Schaut mal hier. Kreativität macht Freunde. Und du, die, oh Gott, die schaffst du. Und alles andere auch. Ja. Dich nehmen wir da runter. Boah, zack. Sehr schön. Fällt mir super gut hier. Auch nochmal geschrieben, was sie benutzt hat. Ich habe es dieses Mal tatsächlich das erste Mal nicht getan, sondern habe dann ja auf dem Blog so ein bisschen erklärt, was ich gemacht habe. Ja. So, hier haben wir Basteln am See, Karin Dademann, die saß auch mit bei uns am Tisch. Kaffee für mich. Ist auch sehr süß. Draußen ist es kalt. Von Stimping Up mit Kaffee. Ups. Gefällt mir gut. Vielen lieben Dank. Schön, dass ich dich kennengelernt habe. Ich freue mich. Vielleicht sehen wir uns ja in Wiesbaden hoffentlich wieder. Merry Christmas. Mit dem Schneemann und ein paar Tannen. Das Ganze ist magnetisch. Wupp. Merkt ihr das? Ne, merkt ihr nicht, aber ist magnetisch. Hier inzwischen versteckt. Und ein Hello. Das Ganze von Veronika Fischer. Da könnt ihr einen sehen. Siehst du? Magnetisch, sag ich doch. Veronika Fischer aus Rheine. Zusammen mit Hello. Und Hello bleibt jetzt gleich bei mir. Sehr schön. Designpapier selbst gestempelt. Sehr hübsch. Vielen lieben Dank. Oh. Swap von Sonja. Ich freue mich sehr. Die Papiertante NF. Jawohl, ich war bei ihr im September auf ihrem Workshop in Klangsbühl. Organisiert von Sonja Schulte. Und sie natürlich onstage wieder gesehen und habe meine Hände wund geklatscht, weil sie so viel geehrt worden ist. Ich freue mich sehr, dass sie so erfolgreich geworden ist. Ja, und habe von ihr Nordsee-Strandsand bekommen. Und da ich weiß, wo sie wohnt, halte ich diesen Strandsand erst recht in Ehren. Denn das ist gar nicht so weit weg von da, wo mein Herz gerne wäre, nämlich auf Sylt. Jawohl, moin, onstage Mainz mit Muschel und dem tollen Stempel von ihr. Sonja, ich grüße dich herzlich, ich sag herzlich Dankeschön. Der Swap kriegt bei mir einen Ehrenplatz. Weiter geht's mit Jennifer Schütz, Handgemacht. Mit dem kleinen, süßen Weihnachtsmann, der noch seine Klamotten sucht. Und einem tollen, süßen Zucker mit einer Zuckerstange. Aber das wird vermutlich nicht halten hier. So vielleicht. Have a jolly Christmas. Sehr süß. Finde ich auch total gut. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir haben hier in Bremen nämlich einen Babbeler. Könnte man auch nochmal als Gastgeschenk verarbeiten. Tolle Idee. Vielen lieben Dank. Oh, jetzt kippt der Turm hier bald um. Guck mal. Und hier ist es nur so. Eine kleine Verpackung, die sich selbst öffnet. Hier oben. Seht ihr das? Schön, ne? Da kommen auch wieder Tic-Tac zum Vorschein.
Auch Peach. Und ein kleiner Zettel, Barbara Menges. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Zettel kommt da natürlich wieder rein. Dann machen wir das Ganze wieder zu. Sehr niedlich. Ich habe ja nicht, also diese Fummelarbeit, ne, so klein, das ist, wow. Ich habe echt größten Respekt vor. Wir können mal nebenbei ein paar Karten abarbeiten. Schaut mal hier. Liegt noch da, ist noch nicht weggekommen. Also, Heike Hüllebolze, Advent, Advent. Mich sehr gefreut. Heike habe ich im Saarland gesehen, kennenlernen dürfen. Geschnüffelt habe ich bei ihr ja schon lange, aber im Saarland dann auch kennengelernt. Jetzt wieder gesehen und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr tauschen konnte. Papierkult kennt ihr bestimmt alle. Liebe Heike, viele Grüße an dich. Dankeschön fürs Swappen. Dann habe ich eine ganz tolle Karte bekommen von Sheila Pröhl aus Dassendorf. Das ist auch nicht so weit. Postleitzahl ist 21521. Das ist nicht so weit weg von hier. Sieht ein bisschen aus nach Hamburg. Ist mega niedlich. Eine ganz, ganz tolle Idee. Gefällt mir wirklich gut. Auch mit dem Schneemann. Mit dem mache ich ja immer diese Drehkarten. Aber so, mit Fensterchen. Ist das auch eine tolle Idee? Das müssen wir mal gucken, ob wir den noch irgendwo unterbringen können dieses Jahr. So, sehr ähnlich zu der Karte von Anja. Die liegt hier. Fand ich sehr witzig. Aber man sieht, ne, trotzdem, dass immer wieder unterschiedlich ist. Es ist dasselbe Stempelset. Grüße zum Fest und frohe Weihnachten kommt aus demselben Stempelset, genau wie die Glocken. Und auch das Designpapier schon ähnlich. Trotzdem wirken diese Karten sehr unterschiedlich, was ich sehr witzig finde. Ist immer wieder anders. Belinda Wenke. Bellis Kreativwelt. Kreative Welt. Grüße zum Fest. Sehr süß. Dann haben wir hier Glaube daran und alles ist möglich. Da haben wir das. Ja. Wird noch wieder scharf hier, ja, ne? Genau, kannst du sehen. Trumpffolie ausgestanzt mit unserer Stanze. Und eine Feder, das Ganze dann als, ja, ich glaube, Handyanhänger oder so, war das früher mal, finde ich total süß. Nicole Beulen, vielen Dank. Sehr niedlich gemacht. Dann haben wir hier eine Karte im Vintage-Look. Gestempelt und embossed mit Klarlack obendrauf. Habt ihr bei mir gesehen. Vor ein paar Tagen. Maike Riedel. Nein, nicht vor ein paar Tagen. Vor ein paar Wochen schon. Zeit vergeht ja hier ganz fix. Süßigkeiten kommen zur Seite. Der Rest bleibt dann natürlich drin. Maike Riedel, von mir gefällt's. Ganz schlicht. Vielen Dank. Die nächste Karte, Cordula Lehmann, ohne Blog. Ja, ich hoffe, dass du demnächst dann auch meinen Blog anfängst. Das sieht nämlich schon sehr süß aus. Da möchte ich eigentlich mehr von sehen. Aber es gefällt mir sehr gut, kleine niedliche Karte. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Swappen. Ja, lange und viel habe ich damit gearbeitet, mit dem Blättern. Da sind sie wieder. Ich auch sehr schön. Mag die Farbkombi echt gerne. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Nur leider, wie ihr seht, nichts dazu. Aber vielleicht, weil das ist ja auch Kupfer, vielleicht kommt das Blatt von hier. Ich bin mir nicht sicher. Wir legen das mal gemeinsam dahin. Entschuldigung. So, noch ein Swap. Ein auseinandergeschnittenes Etikett. Mit Fisch,
als Fisch mit Auge. Also Fisch ist lecker. Das Ganze von Anna Schiffner. Leckere Fischkarte. Ja, auch mal eine ganz andere Idee. Vielen lieben Dank. Und eine angemalte Weihnachtskarte mit Glitzer. Seht ihr das? Da seht ihr das. Hier glitzert es und da glitzert es. Mega. Es weihnachtet sehr. Das Ganze. Art of Cards. Silke Burkhardt. Auch sehr schön. Schönes Logo hast du. Es gefällt mir auch sehr gut. Vielen Dank auch an dich fürs Swappen. Aber der Fisch kommt hier schon näher. Das ist ja schon gruselig. Dies hier ist auch ganz toll. Das mag ich gerne. Das ist von Anjas Stempelstube. Schwupp. Anja Doubles. Genau, Doubles. Hat sie nochmal geschrieben, was sie benutzt hat. Mainz 2017 on stage. Und ihr Tannenbaum. Ich habe das gerade bestellt, weil ich das sehr, sehr niedlich finde. Und ein Magnet. Klack. Steht. Könnt ihr ja natürlich nicht mehr sehen, ne? Muss liegen, damit ihr was seht. Aber ihr habt das Prinzip gesehen. Es ist also wie ein Tannenbaum hier. So ein stilisiertes Ding. Schwupp. Kann stehen. Sehr süß. Mega tolle Idee. Gefällt mir richtig gut. Vielen lieben Dank dafür. So, der Nachbar ist jetzt auch zu Hause. Ich freue mich sehr. So, dann haben wir einen Button. Mainz 2017. Ein Button zum Anheften. Jasmin Holzkrebel, Stempelminchen. Ist auch sehr niedlich gemacht. Hier seht ihr der Button zum Anheften. Auch einen lieben Dank an dich. Stecken wir schnell wieder weg. Ja, schnell ist anders, aber wir wollen ja auch nichts kaputt machen. Es gibt diesen tollen Spruch, Papier ist geduldig, passt nur leider nicht auf gestempelte und gebastelte Werke von Stamping Up. Die sind manchmal sehr ungeduldig. Wir wünschen zauberhafte Feiertage mit Cookie, das Ganze vom Stempelgarten Nicole Schaub. Nicole habe ich kennengelernt in Amsterdam, weil wir gemeinsam in einer Lokalität übernachtet haben. Und habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, sie und ihre Freundin Annette wiederzusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in Wiesbaden im April. Und sage ganz herzlich Dankeschön für den Cookie, den ich hier noch irgendwie rausholen muss, ohne dass ich das zerstöre. Denn deswegen hole ich Schokolade und Süßigkeiten immer gleich aus der Verpackung, damit eben genau das nicht passiert. Darum machen wir das jetzt ganz schnell gemeinsam. Oh, Nicole. Das ist eine super tolle Idee, aber wenn man nicht drankommt, das ist echt schade. Mag das immer nicht kaputt machen, aber manchmal bleibt einem auch nichts anderes übrig. So, jetzt hier Cookie raus. Damit das nicht noch schlimmer wird. Riecht gut. Jetzt kleben wir es wieder zusammen. Dann hat es auch keiner gesehen. Liebe Nicole, dickes Küssi an dich. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr.
So, hier sind wir bei Rita Werner. Rita Werner hat eine Kerze montiert. Sending warm thoughts. Auch sehr süß. Oh, einzelne Pailletten aufgeklebt. Das ist natürlich auch mega Arbeit. Sehr niedlich. Vielen herzlichen Dank. Wir nähern uns dem Ende. Verpackt mit der Magie von Weihnachten. Das war zugetackert. Da habe ich natürlich, ich bin ja ne, so eine neugierige Maus, da habe ich schon mal reingeguckt. Schwupp. So, Nina Petersen. Da ist nämlich was zum Kauen drin. Ein kleiner Gruß zu Weihnachten. Ist auch sehr niedlich gemacht. Vielen lieben Dank fürs Swappen. Ich mag dein Swap sehr gerne. Da ist sie wieder. Unsere Dame mit Stil. Ist auch sehr schön. Es glitzert so schön. Es gab es auch in 4 oder 5 verschiedenen Farben. Der Hintergrund gefällt mir echt gut. Marmorieren mit Alkoholmarkern, das werde ich auf jeden Fall mir nochmal angucken bei Susanne McDonald als Co-op. Vielen herzlichen Dank fürs Tauschen und danke für die tolle Idee. Ich gucke es mir an und dann zeige ich es euch auf jeden Fall. Dankeschön. Weihnachten ist, wenn das Herz nach Hause kommt. Das war ja der Spruch, den ich auch schon auf meinem Swap hatte. Und hier haben wir einen Teebeutel, Schneekristall, riecht auf jeden Fall nicht nach Zimt, von daher durfte er bleiben. Und das Ganze von Katharina Hack. Vielen herzlichen Dank. Hier haben wir auch mit der mit dem Stern-Framelit. Nein, es ist ein Thinlid, es ist kein Framelit. Wie hieß es denn noch? Wink of Stella hieß es. Ich musste es gerade nachbestellen. Meiner waren nämlich alle. eine kleine Box von Sarah Jane Schrinner. Und in der kleinen Box ist eine Flasche mit einem Engel. Super niedlich. Auch an dich vielen, vielen, vielen Dank fürs Tauschen. Ich freue mich sehr. Bettina Merkel, Papierabenteuer, hat einen Schlüsselanhänger gemacht mit Kreativität macht Freunde. Ist auch sehr niedlich. Sieht noch ein bisschen aus. Ich muss das mal auspacken. Das sieht aus wie ein Magnet. Ah, das ist einfach die Art von Schlüsselanhänger. Sehr witzig. Toll. Schöne Idee. Und vielen Dank an dich auch fürs Tauschen. Wieder einpacken hier. Was haben wir eigentlich? 50 Minuten. Exklusive der Zeit, die ich noch wegschneide. Ja, könnt ihr euch ja schon Kaffee... Ach nee, jetzt Kaffee kochen lohnt nicht mehr. Wir sind mich jetzt beim vorletzten Swap angekommen. Genießt den Zauber der Weihnachtszeit. Jo, hier mit Küsschen. Ich genieße bestimmt heute noch. Oh ja, hier. Da kann man sehen, Kerstin Beckmann, auch sehr süß. Auch an dich, vielen herzlichen Dank fürs Swappen. Und der letzte Swap ist eine Karte, über die ich mich auch super gefreut habe. Ich mag es auch super, super gerne, super schlicht.
Und die Karte kommt von einer Demo, die ich in Amsterdam kennenlernen durfte. Allerdings nicht onstage, sondern am Bahnhof. Und sie hat mich ich wollte neben ihr sitzen, weil ich noch eine halbe Stunde auf den Zug warten musste. Und sie hat mich angesprochen, weil ich die Onstage-Tasche unterm Arm hatte. Und wir konnten ganz kurz miteinander sprechen, bevor ihr Zug dann schon ging. Denn sie kommt aus Österreich und ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön an die kreativen Momente von Barbara Becker. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was für eine tolle Demo ich in Amsterdam kennenlernen durfte, wenigstens ganz kurz. Und lange haben wir darauf hingefiebert, jetzt haben wir uns wieder gesehen und uns gleich in die Arme geschlossen. Ich fand es wirklich, wirklich schön, liebe Barbara, falls du das siehst. Ich fand es toll, dich wiederzusehen und freue mich hoffentlich auf Wiesbaden. Wir bleiben in Kontakt und dein Swap ist wirklich mega. Ich bin ja auch so jemand, der eigentlich eher schlicht ist. Und ich mag es wirklich gerne leiden. Vielen herzlichen Dank dafür. So, ihr Lieben, das war's. Meine Amsterdam Swaps. Ich würde behaupten, unser Blatt gehört da tatsächlich hin. Ich weiß nur noch nicht, wo. Vielleicht irgendwo hier so. Hier. Muss wohl. Ja. So, dann sage ich vielen Dank für eure Geduld, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich habe jetzt noch einen ganzen Bagger Süßigkeiten vor mir. Grüß euch ganz lieb. Wie gesagt, das Technikbuch hole ich noch nach. Könnte mir ja gerade mal überlegen, weil ich sie ja noch nicht gedreht habe, ob ich vielleicht mit den Alkoholmarkern mal arbeite und mir bei Susanne das Video anschaue. Oder ich suche mir einfach eine neue Technik aus meinem Technikbuch, was gerade fertig geworden ist, wo wir die ganze Zeit schon so ein bisschen abarbeiten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt es diese Woche noch und Sonntag kommt das nächste. Also es fällt keins aus, es kommt einfach nur später. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert und wünsche euch noch einen tollen Tag oder einen tollen Abend. Tschüss!